absolut schwieriges Thema. Das mit der Güster Ambilaya. Güster an der Ulmbilaya ist schwierig. Immer mal wieder gibt es Spots, immer mal wieder klappt das Ding ganz gut. Und ich suche jetzt hier schon seit längerem immer mal wieder, wenn es Spots gibt und wenn sich etwas abzeichnet, dass es da irgendwelche Spots gibt. Und ich schaue gerade hier so im Discord, Link zum Discord unterm Video, und finde hier von Sina Bing einen kleinen Spot, wo ich jetzt hier auch gerade schon stehe. Da steht dann alles schön im Detail drin, gefangene Fische, Position, Setup und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe natürlich ein bisschen rumprobiert, habe Futtermische angemixt und so weiter und kam zu dem Ergebnis, immer noch schwierig. Immer noch schwierig, das ist der Kescher, angefangen ohne Futtermische und es ging schon los mit Güster, reingeschmissen mit der Futtermische. Es kamen erstmal die Rotaugen, Katastrophe, lange Zeit auch nichts, dann zwischendurch so ein bisschen Güster und jetzt habe ich gerade nochmal das Setup ein bisschen umgebaut, denn ich war hier mit verschiedenen Setups und ich würde sagen, das hier ist jetzt die beste Set-Kombination für diesen Spot. Nach langem Testen und viel ausprobieren. Der letzte Knackpunkt, der wirklich nochmal jetzt einen Unterschied gebracht hat, war die Bleifarbe. Deutlich, deutlich zu spüren, also nicht das Leadcore, das ist überall gleich, aber dass das Blei an sich geändert von steinig auf sandigen Untergrund. Und dafür gehen wir jetzt hier nochmal ganz kurz rein in die Markerroute. Wir sind hier bei den Routen auf 8 Meter geklippt. Und ich baller hier jetzt mal eben raus auf 10 Meter. So, absinken lassen. Und dann ziehen wir das hier mal eben runter. So, Sand und Kies. Sand und Kies. Sand und Kies, Sand und Kies, Sand und Kies. Primär anscheinend Sand. Und sekundär Kies, beziehungsweise kein steiniger Untergrund. Und ich bin einfach hier hingegangen, habe gesagt, boah geil, aller Sand und Kies, da mache ich doch hier einfach mal vom Blei her, da ballern wir doch hier einfach mal hier diese steinfarbenen Bleie drauf. Ich hatte ja hier genau diese kleinen 20 Gramm Inline, diese hier hatte ich drauf. Keine gute Idee. Absolut keine gute Idee. Hab das jetzt geändert. Also ich hatte einmal Sandfarben und zweimal Stein auf den beiden. Und hier war die ganze Zeit Frequenz und hier war die ganze Zeit sandfarbenes Blei und das funzt. Ob das jetzt Inline ist oder ob das einfach nur ein normales Blei ist, shit egal. Beziehungsweise wahrscheinlich kann man sogar noch besser die anderen nehmen. Leadcore tatsächlich auch hier mit lehmig-sandigem Untergrund, funzt, sehr gut sogar. Und hier in dem Fall jetzt 10er Haken, 8er Vanille Pop-Up, ich bin hier komplett mit Pop-Up-Rig. Wahrscheinlich geht es auch mit normalen Grundmontage, also einfache Haarmontage. Jetzt ist morgens, jetzt gehen die Rotaugen wieder los, oder was? Auf jeden Fall ballern hier ab und zu die Güster rein. Es ist immer noch schwierig, es ist halt immer noch viel Beifang. Aber was man halt tatsächlich gesehen hat, und das waren jetzt hier die letzten 10 Minuten, nochmal umgebaut auf, also komplett alles drei umgebaut auf dieses Setup hier. Hauptschnur lassen wir jetzt mal alles außer Acht. Das ist jetzt alles nicht relevant. Du kannst dich mit der normalen Feeder-Route hier hinstellen. Sogar mit dem Basis, mit dem Starter-Feeder-Set-Start kann man sich hier hinstellen. Kleine Schnur. Ihr seht, ich bin hier
auf einer dünnen Schnur. Man kann auch hier mit 4 Kilo Schnur dran gehen. Auch das ist durchaus eine Option oder noch dünner. Das wäre jetzt vielleicht nochmal was, was ich nochmal optimieren könnte. Blei und LED-Core passen jetzt auf jeden Fall. Nochmal idealer wäre dann vielleicht tatsächlich auch nochmal auf dünnes Fluorocarbon zu gehen. Mir schwebt da so 3,2 Kilo vor. 3,2 Kilo Fluorocarbon. Ich glaube, das wäre nochmal passend. Wisst ihr was? Machen wir mal direkt. So, zack, zack. Und dann kommt hier ein dünnes Vorfach. 3,2, 3,1. Wobei, das sind die Pure. Ich glaube, die waren sogar noch ein bisschen dicker, die Pure. Egal, nehmen wir das hier. Wobei, die haben so viel Verschleiß schon, ne? Egal. Zack. 6% Verschleiß, passt schon. So, achter Haken. Das hier ist übrigens der größere Haken. Die anderen sind da ein bisschen lütter. 8 raus, zack, direkt wieder auswerfen. Bremse jetzt ein bisschen runter, wir haben deutlich weniger Tragfähigkeit. Erstmal wieder langsam antesten, wie hoch ich die Bremse jetzt ziehen kann damit. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ne, hier also jetzt 10er Haken, 8er Haken. Vielleicht kann man sogar noch kleiner reingehen mit einem 12er Haken oder so. Durchaus zum Testen und für mehr Frequenz durchaus möglich. Aber ich will ja nicht Frequenz. Ich will hier endlich die Güster Trophy abhaken. Next. Gerne mehr davon. Und auch hier gehe ich nochmal runter. Ich gehe mal hier auf 4,4 beziehungsweise auch hier 3,1. Komm, gehen wir erstmal fein rein. Bremse auch hier nochmal runter. Zack. Futtermische hatte ich jetzt ziemlich lange ausgeworfen. Das ist natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Futtermische Güster Original. So stand es zumindest im Discord. Funktioniert mit Sicherheit auch. Ist einfach die klassische Original Güstermische. Zuckmückenlarve, Fliegenmade, Fenchel mit drin. Alles ein bisschen grünlich. Weil ich aber jetzt hier ja von diesen grünlichen vegetabilen Aromen eigentlich weg bin und diesen Fleischeinlagen. Und mehr auf Vanille und Karamell bin. Also Vanille, Karamell. Deswegen nehmen wir natürlich in die Originalfuttermische noch 2 Komponenten Vanille bzw. Karamell. Heißt also, wir nehmen das Original und bauen das dann etwas um. Und das habe ich dann hier im PVA. Man kann das natürlich ganz normal auch in der Kugelform genauso auswerfen. Also Fliegenmade, Zuckmückenlarve, also die Basis, das sind die Originalkomponenten 1, 2 und 3. Und dann haben wir hier die Komponente Vanille und hier nochmal süße Sahne. Man kann bestimmt auch noch was anderes mit reinnehmen. Man kann auch bestimmt geschredderte Boilies verwenden. Es gibt zum Beispiel den Vanille Boilie Explosive. Und wenn man den schreddert, nochmal besser auflösend, sowas wie Soluble vielleicht, also deutlich intensiver. Das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Und dann Karamell als Aroma. So, dann haben wir hier einfach nochmal eine abgewandelte Güster. Ich habe das auch so benannt, Güster Karamell Creme Brûlée sozusagen. Das ist ja auch sonst fürs Grundangeln die klassische Geschmackskombination. Das heißt, wenn man hier mit dem ganz normalen Grundsetup steht, also das heißt mit Haarmontage, dann kann man natürlich auch mit Grundboilies Creme Brûlée nehmen. Wir gucken mal eben nach Creme Brûlée. Nee, so. Da ist es. Creme Brûlée 8er Boilie. Ganz klassisch. Und auch dazu dann Karamell. Gucken wir mal eben. Und Karamell 8er Boilie. Auch das hier, wie gesagt, ganz klassisch in Kombination. Die kann man auch immer wieder gerne nehmen. Oder ich verwende jetzt halt gerade mal diese Pop-Up-Geschichte und teste weiter mit Pop-Up. Und es gibt wohl auch noch, oh, Karamellfrüchte wäre vielleicht auch nochmal eine Idee zum Testen, wenn es das in den kleinen Boilie gibt. Ne? Das ist halt der Punkt. 8er Boilies, 10er Boilies, deutlich größer, eher nicht. Dann wird es hier langsam eng. Dann ballern hier auf einmal die Karpfen rein. Die können auch so schon hier reingehen. Die Schuppenkarpfen.
Ah, die kleinen Karauschen. Ihr seht, so eine ganz kleine jetzt auf dünnem Vorfach. Die macht schon Theater, ne? Ja, so sieht es aus. Das ist jetzt eine Stelle, auch wieder, um ein bisschen zu suchen. Grundsätzlich passt das so schon mal. Es hat halt ein bisschen gebraucht, um das nochmal so ein bisschen zu optimieren oder auf mein Setup irgendwie einzustimmen. Vielleicht kann man das sogar auch hier mit der Pose noch ein bisschen testen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Aber grundsätzlich sind die Güster da. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Die Güster ist vor Ort. Und vor allem, es geht halt auch schon los. Man fängt die Güster auch schon komplett ohne Futtermische. Das war halt schon mal ein gutes Zeichen. Aber da ist halt eben auch sofort jede Menge alles andere dabei. Beifang ohne Ende. Vielleicht kann man tatsächlich mit der Basis-Güstermische das am besten separieren. Und probiert es auch erstmal nur Basis-Futtermische und dann diese Kombination. Ich bin gespannt, was da noch geht. Wie gesagt, größenmäßig jetzt hier 650. Ist schon mal nicht so schlecht. In Richtung 800 komme ich bestimmt auch noch. Ich bleibe einfach noch ein bisschen hier stehen. Zack, gerade ausgeworfen, sofort der nächste Biss hier. Also, da geht bestimmt noch ein bisschen was mit der Güster. Gönnt euch den Brocken. Ich hoffe, es hat geholfen. Daumen da lassen, wenn ja, hilft mir. Kanal abonnieren hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.